Tja, den Trägerfahrer. Er bestellt seinen Acker gepflügt. Gepflügt und nicht vertikutiert. Schönen guten Morgen. Moin. Moin, wenn Peer Steinbrück in seinem Wahlkreis rausposaunt, ein Peer Steinbrück, damit meint der Hamburger Royal sich selbst, wird niemals Minister in einem Kabinett Angela Merkel. So, was will uns dieser Satz alles sagen? Erstens, es gibt also einen Kanzlerkandidaten Steinbrück. Zweitens, nicht in einer rot-grünen Koalition. Drittens, also mit der CDU. Viertens, die Sozen sind nicht stärkste Partei. Und fünftens, Merkel ist nicht Kanzlerin. Wer also sonst? Genau, Ursula von der Leyen. Und der schlaue Peer ist ihr Ausputzer als Finanz-Hugo oder Außenwilli. So sieht's aus nach der Wahl. Und was mit den anderen beiden Flitzpiepen von der Troika, die angeblich auch noch bei der SPD im Rennen sind? Frank-Waltraud Steinmeier, der bleibt das, was er ist. Mal ehrlich, du kannst doch nicht zum zweiten Mal einen Mann ins Rennen schicken, der 23% geholt hat. Das mieseste SPD-Ergebnis aller Zeiten. Aber weiß man's? Die Spezialdemokraten leiden ja an einer Art Selbstzerstörungsmechanismus. Ja, und was mit Super-Siggi? Der ist tatsächlich mal Realist und sagt sich, lieber Erster in der SPD, als unter dem knallharten Blondie aus Burgdorf den Doofmann machen. Im Grunde will Super-Siggi sowieso nur rumpöbeln. Wo ist ihm eigentlich auch egal. Siehst du, so sind alle zufrieden. Und wir könnten die Wahl eigentlich jetzt schon abhaken. Halt, eine haben wir ja noch nicht untergebracht. Mutti, was denn mit der? Oh, Backe, da gibt's ja noch jede Menge Ärger. Diesmal allerdings bei den Schwatten. Munter bleiben. Dankeschön, Günther. Günther, der Treckerfahrer. Auch morgen wieder um 7:07 in Niedersachsens bester Morningshow. Unbedingt einschalten. FFN.